In einer Dreiviertelstunde wird in Lyon das Spiel Deutschland-Kroatien angepfiffen. Direkt aus Lyon, Jürgen Emich. Im Stade Gerland herrscht eine sehr lockere, eine gute Stimmung vor diesem natürlich äußerst wichtigen Spiel für die deutsche Mannschaft und dem 100. Länderspiel von Bertie Vogts, der natürlich auf den 67. Erfolg hofft gegen die Kroaten. Etwa 2.000 bis 3.000 kroatische Schlachtenbummler, mehr Deutsche bis zu 10.000 hier im Stadion. Aber auch in der Stadt war alles ruhig und wir hoffen natürlich hier auf einen schönen Fußballabend ab 21 Uhr im Ersten mit Jens Jeremis, der von Bundestrainer Bertie Vogts wieder zurückgeholt wurde in die Mannschaft. Hier sehen wir ihn links im Bild mit Oliver Bierhoff, dessen Tore heute Abend wieder erwartet werden. Also, alles ist gerichtet für ein Fußballfest. Wollen wir hoffen, dass es auch eins wird, dass Deutschland ins Halbfinale kommt. Ich gebe wieder zurück nach Hamburg. Jana Novotná hat zum ersten Mal das Tennisturnier von Wimbledon gewonnen. Die Tschechin, die zum dritten Mal im Endspiel stand, besiegte heute Nathalie Tauziat aus Frankreich mit 6:4 und 7:6. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Für den deutschen Fußball soll das Ausscheiden der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Frankreich eine Zäsur bedeuten. Der Präsident des Deutschen Fußballbundes Braun sprach in einem ARD-Interview von einer Stunde des Aufbruchs. Er kündigte besondere Anstrengungen bei der Förderung des Nachwuchses an, um den anstehenden Generationswechsel zu erleichtern. Zugleich stellte sich Braun hinter Bundestrainer Vogts. Auch Vogt selber räumte Spekulationen über einen Rücktritt aus. Die deutschen Fußballfans nahmen die 0:3-Niederlage gegen Kroatien weitgehend friedlich auf. Vereinzelte Rangeleien wurden von der Polizei aufgelöst. Über den Abschied der Nationalelf aus Frankreich berichtet Bernd Schmelzer. Es war ein schwerer Gang für Bertie Vogts heute Mittag vor die Presse in Nizza. Es ging um Zukunftsängste und Perspektiven. Ich gebe nicht alleine dem Bosman-Urteil die Schuld. Und ich habe vor 5 und vor 10 Jahren sehr deutlich auf gewisse Dinge hingewiesen. Das Aus für den Europameister bereits im Viertelfinale. Der deutsche Fußball steht unter Druck und der Bundestrainer weiß dies. Er fordert Konzepte, Konsequenzen, keine Schwarzmalerei. Man darf sich nicht wundern, wenn bei der nächsten Nominierung der ein oder andere Nicht-Stammspieler einmal zur Nationalmannschaft nominiert wird. So weit sind wir schon im deutschen Fußball. Es wird wohl einen Schnitt geben innerhalb des Teams. Ob der Kapitän weitermacht, ist fraglich. Jürgen Klinsmann stand der Abschied quasi ins Gesicht geschrieben. Ich weiß auch selber noch nicht, ob ich überhaupt noch weitermache, aber das möchte ich auch erst in den nächsten Monaten herausfinden. Ich werde mich erstmal mit meiner Familie zurückziehen und soll ich dann nochmal entscheiden, vielleicht noch ein Jahr dran zu hängen, dann spielt es auch keine Rolle, ob das ein paar Monate später ist. Ein trauriges WM-Aus. Für manche womöglich die letzte Rückreise von der Länderspielbühne. Die Niederlage stellt vieles in Frage. Sympathiebekundungen dennoch bei der Rückkehr nach Frankfurt. Ein gequältes Lächeln rang sich mancher noch ab. Anderen war selbst danach nicht mehr zumute. Die einstigen Hoffnungsträger sind fußballmüde. In Kroatien wurde der WM-Sieg die ganze Nacht über stürmisch gefeiert. In der Hauptstadt Zagreb waren mehr als 30.000 Fans zur größten Jubelfeier seit der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1991 zusammengekommen. In Vukovar und im herzegowinischen Mostar kamen bei Siegesfeiern 2 Menschen ums Leben. In Zagreb wurden 40 Personen verletzt. Begeistert über den Triumph zeigte sich auch Präsident Tudjman, der die Kicker als so wörtlich kroatische Ritter bezeichnete. Das Ansehen Kroatiens in der Welt sei mit dem Einzug ins WM-Halbfinale gestiegen. Bundestrainer Vogts hat erste Personalentscheidungen für den Neuaufbau der Fußballnationalmannschaft getroffen. Wie der DFB heute mitteilte, wird Stefan Effenberg nach 4-jähriger Unterbrechung wieder in das Team zurückkehren. Gleichzeitig beendet Rekordnationalspieler Lothar Matthäus seine Karriere in der DFB-Elf. Matthäus hat seit 1980 insgesamt 129 Länderspiele bestritten. Die deutsche Fußballnationalmannschaft muss künftig auch ohne Thomas Helmer auskommen. Der Kapitän des FC Bayern erklärte heute seinen Rücktritt und bezeichnete ihn als endgültig. Die Dortmunder Andreas Möller und Thomas Hässler hatten gestern ebenfalls ihren Verzicht mitgeteilt. Für die Zukunft ein Comeback in der Nationalelf aber nicht ausgeschlossen. Im Sonntagsspiel der Fußball-Bundesliga schlug am Abend der Hamburger SV den VfL Bochum.
Der Bund wird Berlin und Leipzig jeweils 100 Millionen Mark für die Modernisierung von Fußballstadien zur Verfügung stellen. Damit werde, so Bundeskanzler Kohl, die Bewerbung Deutschlands als Austragungsort der Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2006 unterstützt. Die Fördermittel sollen ab 2000 ausgezahlt werden. Dies gelte auch, wenn Deutschland den Zuschlag für die WM nicht erhalte. Oliver Bierhoff ist neuer Kapitän der Fußballnationalmannschaft. Einen Tag vor dem Länderspiel gegen Malta wurde der 30-jährige Stürmer heute von Bundestrainer Vogt zum Nachfolger von Jürgen Klinsmann bestimmt. Klinsmann war nach der Fußballweltmeisterschaft von seinem Amt zurückgetreten. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 2. September. Die Schönwetterfront steuert Sizilien an und hält von Südosteuropa Wolken fern. Damit hat eine Kaltfront über dem Atlantik freie Bahn, die für dichte Regen- und Gewitterwolken von der Biskaya über Nordfrankreich und Großbritannien bis nach Nordwesteuropa sorgt. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundestrainer Berti Vogts ist zurückgetreten. Er zog damit seine Konsequenz aus dem schlechten Abschneiden bei der Fußball-Weltmeisterschaft und dem missglückten Neuanfang der Nationalelf. Zur Begründung sagte Vogts, derzeit werde sehr viel Kritik an ihm festgemacht. Er wolle aber einer guten Entwicklung nicht im Wege stehen. Vogts war seit 1990 Bundestrainer. Sein größter Erfolg war der Gewinn der Europameisterschaft 1996. Es war der letzte Auftritt von Berti Vogts, gestern Nachmittag bei einer Sponsorenveranstaltung in Offenbach. Nach etwas mehr als 8 Jahren war die Dienstzeit des Bundestrainers vorbei. Das Tor von Christian Nerlinger beim 1:1 gegen Rumänien, der letzte Treffer unter Chefcoach Berti Vogts. Heute Nachmittag dann in der DFB-Zentrale die zu diesem Zeitpunkt überraschende Meldung. Ja, Berti Vogts hat am heutigen Montagnachmittag unseren Präsidenten Egidius Braun in einem Telefonat darum gebeten, ihn mit sofortiger Wirkung aus seinem noch auf unbestimmte Zeit befristeten Vertrag zu entlassen. Der Präsident hat dieser Bitte auf Rücktritt entsprochen. Europameister 1996, der größte Erfolg von Bundestrainer Berti Vogts. Trotzdem, das Verhältnis zur Öffentlichkeit blieb gespannt. Der Druck wurde nach dem WM-Aus gegen Kroatien und der Malta-Reise zu groß. Die Zusammenarbeit mit einem Großteil der Medien nicht mehr möglich. Es ist schon bedauerlich, wenn Medienvertreter Spieler informieren und ihnen sehr deutlich sagt, ihr könnt 3-4-0 gewinnen. Solange wie dieser Mann Trainer ist, kriegt ihr Feuer von uns. Ich muss sagen, das ist schon enttäuschend. Aber sogar gute Bekannte und ehemalige Kollegen rieten zum Rücktritt. Der Nachfolger steht zurzeit noch nicht fest. Am häufigsten genannt bislang der ehemalige Mannschaftskollege von Berti Vogts, Jupp Heynckes. Zum Rücktritt von Berti Vogts bringt die ARD einen Brennpunkt direkt nach dieser Tagesschau. Jupp Heynckes, der als Kandidat für den Trainerposten bei der deutschen Fußballnationalmannschaft im Gespräch war, steht nicht zur Verfügung. Das teilte der ehemalige Teamchef von Real Madrid dem DFB mit. Für seine Entscheidung gab Heynckes familiäre Gründe an. Fußballbundsprecher Niersbach erklärte heute, die Nachfolge von Berti Vogt sei weiterhin völlig offen. Und nun guten Abend, meine Damen und Herren. Erich Ribbeck wird neuer Teamchef der deutschen Fußballnationalmannschaft. Der 61-Jährige soll gemeinsam mit Uli Stielicke die deutsche Elf zur Europameisterschaft im Jahr 2000 führen. Die Entscheidung des DFB am Abend fiel überraschend, nachdem einige andere Kandidaten, die ins Spiel gebracht worden waren, nicht zur Verfügung standen oder abgesagt hatten. Aus Frankfurt nun direkt unser Korrespondent Uli Mann, der mit DFB-Sprecher Wolfgang Niersbach spricht. Zumindest mit Uli Stielicke war gerechnet worden. Erich Ribbeck kam doch einigermaßen überraschend. Wolfgang Niersbach, was gab denn den Ausschlag? Erich Ribbeck verfügt über große Erfahrung. Er hat schon einmal für den DFB gearbeitet, kennt die ganze Struktur des Verbandes. Er kann von heute auf morgen mit der Arbeit beginnen, ist also vertraglich nicht gebunden. Ihm zur Seite kommt mit Uli Stielicke ein erfolgshungriger Trainer, der unserem Trainerstab schon angehört. Auch er ist sofort verfügbar.
Und das hat den Ausschlag gegeben für die Entscheidung am späten Nachmittag des heutigen Tages. Wie wird die Aufgabenverteilung sein und wie lange werden die Verträge laufen? Erich Ribbeck ist die Nummer 1, er ist der Teamchef, wie seinerzeit Franz Beckenbauer. Die Vereinbarung läuft bis 2000 zur Europameisterschaft. Wir sind so optimistisch, dass wir davon ausgehen, dass unsere Nationalmannschaft sich für die Endrunde in Holland und Belgien auch qualifiziert. Und danach wird man weitersehen. Vielen Dank und damit zurück nach Hamburg. Erich Ribbeck und Uli Stielicke, die die deutsche Nationalelf auf Erfolgskurs bringen sollen, nun im Porträt von Frank Dammann. Mit dem bereits 61-jährigen Erich Ribbeck setzt der DFB nach dem Rücktritt von Berti Vogts auf Souveränität und Ausstrahlung. Der medienerfahrene neue Teamchef, der von 1978 bis 1984 beim DFB schon Assistent unter Jupp Derwall war, feierte seinen größten Erfolg 1988 mit dem UEFA-Pokaltriumph seines damaligen Teams Bayer Leverkusen und soll nun einen Vertrag bis zur EM 2000 erhalten. An seiner Seite soll Uli Stielicke, der ehemalige Profi von Real Madrid und Borussia Mönchengladbach, der als Lieblingsschüler von Hennes Weisweiler gilt, als Trainer für den Neuaufbau der Nationalmannschaft verantwortlich sein. Unter anderem arbeitete Stielicke als Trainer bisher für Samax Neuchâtel, CF Amera in Spanien, Waldhof Mannheim und von 1989 bis 1991 für das schweizerische Nationalteam, bevor nun der große DFB rief. Sollte der Präsident Egidius Braun eben den Entscheid fällen zu meinen Gunsten, dann würde ich mich dieser Aufgabe nicht verweigern. Nachdem DFB-Präsident Egidius Braun nun angerufen hat, steht fest, das Duo Ribbeck Stielicke wird's machen. Die Nachfolger von Berti Vogts, Teamchef Ribbeck und sein Trainerassistent Stielicke, haben sich heute der Presse vorgestellt. Das neue Führungsduo will künftig nur die besten Spieler in die Fußballnationalmannschaft berufen. Egidius Braun, der Präsident des Deutschen Fußballbundes, hat sich viele Absagen eingeholt in den vergangenen Tagen. Heinkes, Daum, Rehhagel, Beckenbauer, Hitzfeld, sie alle wollten oder konnten nicht die Vogts-Nachfolge antreten. Der frühere Nationalspieler Paul Breitner dagegen war gestern bereit dazu, doch seine gleichzeitig in einer Münchner Zeitung gedruckte Forderung, die gesamte DFB-Spitze rund zu erneuern, warf den Querdenker aus dem Rennen. Aber er hat mir gesagt, ich stehe zur Verfügung, lese das am nächsten Tag. Dann habe ich, wie er das richtig gesagt hat, ihn um 14.30 Uhr angerufen und habe gesagt, Herr Breitner, Sie können alles vergessen, was wir gesprochen haben. Damit war das Modell auch gestorben. Brauns Vorstandskollegen hatten sich sowieso für die Lösung Ribbeck-Stielicke stark gemacht. Ein Teamchef und ein Bundestrainer oder ein Mann der Öffentlichkeit und ein Malocher. Also es wird keine leichte Aufgabe für uns, aber wir gehen sie mit großem Optimismus an, weil wir wissen, dass ja nicht nur Sie jetzt hier in dem Raum, sondern die breite Öffentlichkeit genau aufpassen wird, was geschieht. Das Duo Ribbeck-Stielicke will den von Berti Vogts begonnenen Umbruch fortsetzen, mit dem Ziel, die Europameisterschaftsendrunde im Jahre 2000 zu erreichen. Lothar Matthäus soll doch wieder für die Fußballnationalmannschaft spielen. Teamchef Ribbeck nominierte den 37-Jährigen für die EM-Qualifikationsspiele in der Türkei und in Moldawien. Matthäus war nach der Weltmeisterschaft aus der Nationalmannschaft ausgeschieden. Zu seiner erneuten Berufung sagte er der ARD. Erich Ribbeck hat mich gestern informiert, dass er mit mir plant und ich war auch dann spontan bereit, dazu zu sagen. Und ich glaube, wir sollten nicht immer von Neuaufbau sprechen oder von Taktiken hin oder her, sondern das Entscheidende ist, dass wir attraktiven, erfolgreichen Fußball spielen. Und es ist, glaube ich, egal, ob da ein 19-Jähriger oder ein 37-Jähriger auf dem Platz steht. Wenn der Trainer überzeugt ist von jemandem, dann soll er ihn auch in die Mannschaft holen und nicht irgendwie große Diskussionen eingehen, sondern es können nur 11 spielen und es sollen die 11 Besten spielen.